Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Wer glaubt, dass nur der Kampf von Captain Ahab gegen den riesigen Pottwal Moby Dick der ewige Kampf Mensch gegen Natur ist, der hat sich geirrt. Der sollte mal mitbekommen, welchen verzweifelten Kampf manche Heimgärtner und Schrebergärtner gegen ihn hier führen, gegen den Löwenzahn. Löwenzahn ist für sie ein Ungrat. Ja gut, das überwuchert alles und ist sehr hartnäckig auszubekommen, aber Löwenzahn ist ein sehr interessantes Wildkraut, aus dem sich einiges machen lässt. Und Löwenzahn kann man essen. Jetzt werdet ihr sagen, wieso Löwenzahn essen? Ich bin doch keine Kuh, kein Kaninchen. Das stimmt, aber man kann aus Löwenzahnblüten dieses leckere Gelee machen und schaut mir diese Farbe an. Es ist doch der völlige Wahnsinn, oder? Da bekommt ihr wirklich die Sonne in das Glas. Und wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt. Ihr seht hier schon, hier wächst er. Der absolute Horror von jedem Kleingärtner, der Löwenzahn. Da brauchen wir aber nicht die Pusteblumen, sondern wir nehmen hier diese schönen Blüten zum Verarbeiten. So, ich habe jetzt hier einen Sieb dabei. Warum ein Sieb? Ja, damit wir die Krabbeltierchen nicht mit abernten. Die tun wir einfach da rein und schütteln das ein bisschen und die Krabbeltierchen sind raus, weil wenn wir den Löwenzahn waschen, verliert er eigentlich alles, was wir brauchen. Deswegen tun wir so, wie der ist, geöffnet, da rein, das Gras lassen wir dich auch da. Und sammeln jetzt hier mal in Ruhe unsere Löwenzahnblüten, 125 Gramm dürfen es werden. Es darf auch gern etwas mehr sein, auch da hinten kommt mit einfach her. Und wie gesagt, Löwenzahn hat den Vorteil, den findet ihr überall, in jedem Garten, den findet ihr in der Stadt, genauso wie am Land, logisch da noch mehr. Und wir ernten jetzt hier mal den, natürlich Löwenzahn. Die schlichten Gemüter würden ihn mit der Dotterblume verwechseln oder den Jakobskraut, aber ich glaube, so schlau seid ihr schon, dass euch so ein grober Fehler nicht passiert. Schauen wir weiter. Es gibt ja zum Glück wenig oder gar keine richtigen giftigen Doppelgänger vom Löwenzahn. Das Jakobskraut gehört dazu, aber das stinkt, dass alles zu spät ist. Also ist er viel größer, viel kleiner, also vom Wuchs her viel größer, von der Blüte her viel zarter. Ja, und da seht ihr auch bei einem so, mei, da kann man auch so viel leckere Sachen draus zubereiten. Aber wie gesagt, heute lasse ich die Brennnesseln stehen. Heute gilt mir ganze Aufmerksamkeit den leckeren Löwenzahn, den wir da schön verarbeiten wollen. Und ihr seht selber, ich steige nicht in die Massenproduktion ein. Ich nehme nur so viel, wie wir wirklich brauchen. Aber 125 Gramm, da kommt schon einiges an Blüten zusammen. So, da haben wir wieder schöne Blüten. Die zupfen einfach. Schauen natürlich, dass die sauber sind, immer wieder schütteln, wenn Krabbeltierchen dran sind. Dass wir sie nicht unbedingt mit nach Hause nehmen, das ist klar, die braucht man nicht. Ja, 125 Gramm sind das nicht ganz, aber ich sehe, jetzt werden wir noch genügend Löwenzahn hier. Das ist jetzt zum Beispiel ein Verwechsler, seht ihr? Das ist jetzt kein Löwenzahn, den lassen wir stehen, aber hier haben wir ihn wieder. So, jetzt schauen wir noch weiter, dass wir hier unsere Löwenzahn-Aktion beenden. Ja, der ist nicht so frisch, aber ich würde sagen, wir haben jetzt gleich gut 120 Gramm beisammen. Ja, ihr seht selber, wir haben jetzt eine ordentliche Beute an Löwenzahnblüten. Die nehme ich jetzt mit nach Hause, schüttel das, dass hier die Krabbeltierchen rausfallen und gleich in ihrem Lebensraum bleiben können. Das ist besser, als wenn wir sie ertrinken daheim. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht. Kommt mit, jetzt fahren wir nach Hause mit dem Fahrrad zur Küche. Wir haben jetzt unsere Beute nach Hause gebracht und leeren die Löwenzahnblüten in einen großen Topf. Als nächstes schneiden wir eine Bio-Zitrone in Stücke. Bio ist wichtig, damit die Schale wirklich absolut ungespritzt ist und somit frei von irgendwelchen Schadstoffen. Wir gießen jetzt 1 Liter kochendes Wasser über
den Löwenzahnblüten drüber. So, also nicht das Wasser erhitzen und dann die Blüten rein, sondern die Blüten rein und dann das kochende Wasser drüber gießen. Natürlich macht das bitte ihr, nicht die Kinder, weil sonst können sie sich böse verbrühen und es tut wirklich furchtbar weh. So, und jetzt kommen die Bio-Zitronen hinein mit der ungespritzten Schale. Und das Ganze, diesen Sud, lassen wir jetzt über Nacht zugedeckt einfach mal ziehen. Gute Nacht! So, jetzt gießen wir den Sud hier ab. Sehr schön. So, und ihr seht selber, wir haben hier ein wirklich goldfarbenes, man kann es nicht anders sagen, einen goldfarbenen Sud haben wir jetzt hier. Schaut wunderbar und lecker aus. In einem Topf bringen wir jetzt diesen 1 Liter Löwenzahnwasser zum Kochen. Wir haben jetzt den 1:2 Gelierzucker hineingegeben und rühren das Ganze jetzt kräftig um, während wir es aufkochen lassen. So, wir lassen jetzt hier unser Löwenzahn-Gelee schön hochkochen. Ein paar Minuten immer rühren, das ist ganz wichtig, sonst war die ganze Arbeit für die Katz. Machen dann noch eine Gelierprobe, aber das sieht jetzt schon, das schaut sehr, sehr gut aus. Gelierprobe zeige ich euch gleich, wie die geht. Dann nehmt ihr einen Teller aus Porzellan, Keramik, was immer ihr wollt. Gebt ein paar Tropfen von dem Gelee drauf. So, und jetzt warten wir, dass das Ganze fest wird. Und ihr seht schon selber, das wird richtig gut fest. Also Gelierprobe bestanden. Das ist wichtig, weil sonst habt ihr bloß Flüssiges im Glasl. Wenn es flüssig ist, müsst ihr Pektin bzw. nochmal etwas Gelierzucker nachgeben. Wir füllen dann in solche Twistgläser das heiße Gelee, drehen es um, also auf den Kopf. Wichtig ist, die Gläser nicht in einem Zug voll machen, sondern erstmal ein Drittel kurz abwarten und dann nachfüllen. Weil da unglaubliche Spannung drauf ist, bitte nicht, auf gar keinen Fall unter kaltes Wasser dann halten, wenn da vielleicht irgendwo so seitlich dran klebt, weil dann habt das Ganze, wenn es sehr schlecht läuft, die Wirkung von der Handgranate, das explodiert euch dann und splittert. Das muss wirklich nicht sein. So, jetzt lassen wir das Ganze mal kurz ruhen, bis sich das Gelee abgekühlt hat. Ja, meine Lieben, ihr seht, fertig ist unser Löwenzahn-Gelee. Und wenn ihr wirklich jemanden mit was Selbstgemachten positiv überraschen wollt, dann bringt doch Löwenzahn-Gelee mit. Ein super, super Geschenk. Wo kann man das kaufen? Im Supermarkt habe ich noch nie Löwenzahn-Gelee gesehen und auch nicht in einem Reformmarkt. Also es ist wirklich was ganz Besonderes und schmeckt auch ganz, ganz toll nach Löwenzahn. Ja, weitere tolle Ideen von drinnen und draußen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen und zwar am besten draußen. Macht es gut, bis dann. Für den Servus.